Ich habe tatsächlich große Erwartungen. Ja! Oh mein Gott! Ich bin so glücklich gerade. Hi meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Volcanic SMBU 2. Es geht für uns weiter durch dieses Magmaland und wir haben zwei Level zur Auswahl und ich glaube, von der Reihenfolge her ist das hier das nächste. Richtig, Magmaland 4. Ich lasse den Yoshi mal da, wo er ist, so, weil der macht vieles sehr, sehr einfach und wir schauen einfach mal, was hier abgeht. Shifting Shades und dieses Level wird präsentiert vom Fanart vom lieben Hüsam8, der diesen gelb-roten Feuer-Mario gemalt hat mit einem Haar auf der Mütze und einem ausbrechenden Vulkan im Hintergrund. Sam, vielen lieben Dank. Let's go. Und es ist einfach instant ein Silhouettenlevel. Oh, holy shit. Er hat ja schon mal sowas in der Art probiert. Da war es aber noch ein bisschen holprig, sag ich mal. Aber das sieht halt ultra sick aus. Also, no joke. Genau so stellt man sich ein Silhouettenlevel in Mario vor. Die Musik passt meiner Meinung nach auch einwandfrei. Es ist so... Es ist sogar Donkey Kong Musik, glaube ich. So, jetzt bitte ein präziserer... Der Jump ist fies. So Leute, schaut mir mal, ich habe mir mal hier tierische Power-Abhilfe geholt. Ich dachte mir, ich nutze jetzt einfach mal einen meiner Eichepilze, wenn ich die schon besitze. Und dann schauen wir einfach mal, was hier abgeht. Oh! Und die brechen sogar komplett ein. Na, sieh mal einer an. Sehr schön, sogar die Silhouetten der Starcoins wurden quasi gemacht. Das waren, glaube ich, normale Starcoins, die einfach schwarz eingefärbt wurden, dass es aussieht wie eine Silhouette. Also wirklich unfassbar gut. Was hier schon wieder für einen Job gemacht wurde. Ganz, ganz, ganz große Props. Also, das ist... Und wie gesagt, es wird ja nur besser in Zukunft. Also, das, was der aktuelle Stand der NSMBU-Hex ist, ist ja wahrscheinlich dann in ein paar Jahren schon wieder, oder es ist ein paar Jahren, wahrscheinlich schon Ende des Jahres, oder okay, Ende dieses Jahres jetzt vielleicht nicht mehr, aber Ende nächsten Jahres schon wieder längst veraltet. Und Level, über die wir jetzt noch staunen, werden dann schon fast Standard sein. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Geht's da jetzt rein, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also es ist wirklich sick. Es ist wirklich mehr als beeindruckend, was hier abgeliefert wird. Die will ich nicht. Die will ich nicht. Ich bin tatsächlich mit dem Pilz hier sehr zufrieden, mit meinem Eichepilz. Hier ist ein bisschen Geld. In Ordnung. So, ich bin mir relativ sicher, dass wir auf jeden Fall in irgendeiner Weise ein Secret in irgendeiner durchlässigen Wand haben. Oh, was geht hier ab? Oh, lol, das ist ja ultra fies. Das ist ja ultra fies. Ich weiß gar nicht, ob ich das ohne... Lag. Ob ich das ohne diesen Pilz geschafft hätte. Aber das ist Starcoin 2. In diesem Sinne noch alles gut. Wir sind noch auf einem guten Weg. Lol, sogar die bewegen sich, sobald ich draufstehe. Das heißt, hier immer recht fix sein. Da unten ist die Starcoin. Die sieht man. Da muss er... Nein! Da muss man das absinken lassen. Und ich dachte, das würde von alleine absinken. Aber das ist nach oben gegangen. Shit. Aber ich lebe noch, Guys. Aber ich bin klein. Aber das ist jetzt auch egal, weil ich bin im Ziel. Und sogar die Flagge wurde schwarz eingefärbt. Insane. Insane. Krasses Level. Wirklich krass. Und wir kriegen sogar noch eine Belohnung. Danke, Mario. Nimm hier diesen Pilz. Mehr gibt's nicht, du Vogel. Fresh. Ich muss sagen, ohne den Eichepilz wäre das tatsächlich gar nicht so easy gewesen. Also, spätestens bei der zweiten Starcoin wäre ich, glaube ich, gestorben. Aber das passt. Jetzt nehme ich den Dude doch mit. Was soll's. Komm, wenn der hier schon drin ist und der hier auch schon darauf wartet, dass wir ihn mitnehmen, finde ich, dann sollten wir ihn auch mitnehmen. Und das nächste Level wird natürlich ebenfalls von einem Fan präsentiert. Und zwar vom lieben Jordanius, der diesen sehr, sehr episch, leicht melancholisch, traurig dreinblickenden Mario gemalt hat. In einem sehr realistischen Stil. Mega cool. Mit einer riesigen Flamme hinter ihm. Und auch dem Vulkan und einem Hothead, der hier herumfliegt. Wahrscheinlich leidet Mario ein wenig unter der Hitze. Ganz große Kunst. Vielen lieben Dank dafür. Und wir gehen jetzt in das Level Luncheon Lava... Warte mal. Ist das Odyssey Luncheon? Ich habe tatsächlich große Erwartungen. Ja! Oh mein Gott! Und die Musik auch! Oh, wow!
Und er hat sogar denen diesen Hut auf. Alter. Kann ich die essen? Ja, kann ich. Ich bin so glücklich gerade. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. No! Okay, der Pilz musste los. Damit komme ich klar. Okay, und ich glaube, das... Obwohl, naja, theoretisch könnte ich auch so machen, ne? Ihr glaubt nicht, wie nice ich das gerade finde. Das ist so cool. Aber wie komme ich da unten ran? So, du haust mal ab. Wie komme ich da unten an die Röhre ran? Da muss ja irgendein Block hin, auf den ich drauf kann, oder? Ich muss da irgendwas hinstellen. Oder wartet mal. Kann ich die mitnehmen? Kann ich. Okay, Yoshi, ist mir jetzt egal. Dieses Level ist... Es gibt hier sogar Monde? What? Wahrscheinlich muss ich die hier einfach essen. Die könnte ich wahrscheinlich auch mit diesen Möhren abwerfen. Alter Leute, das ist ultra. Vor allem wurde in Deserted SMBU ja schon das Wüstenland aus Odyssey nachgebaut. Und jetzt haben wir hier einfach auch noch das Luncheon Kingdom, das Schlemmerland. Das ist... Alter. Oh lol, ich dachte, ich könnte da unten stehen. Oh mein fucking Gott. Okay, wir sind wieder weiter. Können wir bitte einen kompletten Odyssey NSMBU-Hack haben? Odyssey Mario Bros. U oder so? Ey, jetzt mal ohne Witz. Das ist so krass. Oh lol. Raider Moment. Das ist wirklich ultra krass. Also, das ist jetzt nicht gelogen oder so. Ich feiere das des Todes. Und wie komme ich da hoch? Come on! Was soll das? Warte mal, kriege ich da vielleicht irgendwie einen Propellerpilz oder irgendwas? Nee. Oh, das ist... Hä? Was wollen die von mir? Jetzt bin ich tot, oder? Nee. Was genau ist hier von mir gewollt? Nee. Okay, Guys, dann versuche ich das mal hier mit einem Eichepilz. Ich weiß nicht, was der vom Spiel gewollte Weg an der Stelle ist. Wirklich kein Schimmer. Aber ich werde es einfach so machen, weil ich nicht weiß, was sonst die Lösung wäre. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Da unten ist eine Röhre. Ah, das ist so ein Vieh. Ja, okay, aber dann kann ich doch wahrscheinlich da rein. Richtig. Boah, ich will nicht, dass dieses Level aufhört. Ich will nicht, dass dieses Level aufhört. Dieses Level ist zu nice. Ah, die hüpfen da immer über diesen Zucker. Nice. Sehr fresh. Nicht getroffen. Aber nachdem wir schon alle drei Starcoins oder Monde haben, vermute ich sehr stark, dass es jetzt dann bald vorbei ist. Oh, ja, auch im Hintergrund dieser... Ne, der... Der riesige Topf ist... Ja, jetzt kann ich es doch vergessen, an den Mond ranzukommen, oder? Okay, dann nehme ich mir dich mal mit. Oh, und Yoshi ist auch wieder aufgetaucht. Okay, Freunde, doppelte Chance, an die Starcoin wieder ranzukommen. Beziehungsweise an den Mond. Zack, genau so und nicht anders. So, jetzt keine Faxen machen. Die Gitter kommen hier immer in einem versetzten Rhythmus. Das ist ganz schön close. Aber das war's, meine lieben Freunde. Das war's euch. Ich entferne jetzt mal kurz den Hothead hier. Und dann nehmen wir uns doch das One-Up mit, weil wir das sehr gebrauchen können. Und dann beenden wir das wahrscheinlich coolste Level bisher. Also wir hatten heute Silhouetten-Level und Odyssey-Level. Unfassbar. Bro, ich hab mal wieder was für dich. Ah, eine Feuerblume. Die hilft dir mehr. Puh, ich weiß gar nicht, wie viele Ups ich gekriegt habe. Oh, 4 Stück. Das ist okay. Und jetzt die Frage aller Fragen, wurde dieser Fight verändert? Ich denke schon, oder? Ja, wurde er. Okay. Mit der Eisblume habe ich hier sogar eine wirklich gute Ausgangslage. Moment. Oh, shit. Kann ich die überhaupt killen? Ja, kann ich. Hui! Stern ist dann nicht so sinnvoll, aber besser als nichts.
So, Freunde. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch noch ins Castle. Ich bin äußerst gespannt, was hier auf mich wartet. Und dieses Level wird von einem Fanart präsentiert. Und zwar vom lieben Flip Flop. Und er hat diesen sehr epischen, dunklen, speziesüchtigen Mario gemalt, der eine Art Paulaner Spezi in der Hand hält, aber mit Paulaner Lava. Und da kommt so Rauch aus der Flasche raus. Das wäre das Vulkan. Das ist ein ultra starkes Bild. Auch wie in seinen Haaren, wie seine Haare und sein Bart aus Lava bestehen und so Blubbel in seinen Augenbrauen. Insanes Bild. Insanes Bild. Vielen lieben Dank dafür. So, Fire Track Fortress. Unter Fire Track könnte ich mir halt vorstellen, dass es entweder... Oh, da oben ist schon so eine Coin. Dass es entweder was mit diesen Achterbahnen zu tun hat, ne? So Track in diesem Sinne. Oder was anderes, das weiß ich noch nicht so genau. Und wie geht's... Wie komme ich da hoch? Wie soll das denn jetzt wieder klappen? Erste Challenge und ich habe wieder kein... Ah, das Trampolin. Moment, wir müssen da jetzt so ganz an der Seite landen. Genau. Sehr geile Musik. So, dann dich hier platzieren. Ich hoffe, das klappt. Da oben auf das Flammenrad aufpassen. Moment, jetzt. Nein, so nicht. Yes, und jetzt schnell wieder zurück. Very nice, very nice. Leute, wo kommt der Soundtrack her? Könnt ihr mir das schreiben? Der ist sick. So, das Trampolin musste los. Aber das brauche ich gar nicht zwingend. Sehr geil, dass ich die immer direkt killen kann. Okay, also ich denke, Hauptelement diese Fließbänder und Flammenräder. Auch wenn ich tatsächlich kein großer Fan von Fließbändern bin. Ich finde die sehr schwer zu kontrollieren teilweise. Und hier müssen wir groß sein, um da unten ranzukommen. So, aber die Frage ist nur, wie geht's denn weiter? Wenn wir den hier einfrieren... Okay. Komme ich da drüber? Na doch, da muss ich wahrscheinlich schon mit einem Sprung rüberkommen, oder? Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Vielleicht einen geduckten Sprung? Ich probier's. Wie fies ist das denn? Okay, ich probiere mal was Neues aus. Ich nehme mal diesen Dude hier mit. Genau, dann platzieren wir den hier einfach mal. Genau, machen wir so. Dann machen wir den Boden auf. Oh, Moment. Eins nach dem anderen. Und wenn wir das einfach so machen, dann brauche ich diesen Sprung gar nicht absolvieren. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, der andere Sprung, wie ich ihn am Anfang gemacht habe, wäre auch gegangen. Aber da hätte man wahrscheinlich eher klein sein müssen, beziehungsweise dann diesen geduckten Sprung sehr, ich sag mal, perfektionieren. Aber man muss sich auch ab und zu einfach nur zu helfen wissen. So, und jetzt geht's hier ordentlich ab. Das ist ja fast ein bisschen anders an 9.6 aus dem Originalspiel. Aber jetzt habe ich eine Coin verpasst. Oh nein! Aber es kam auch noch gar kein Halbzeitblock. Was ist da? Oh, ich habe eine Idee. Nicht hier oben? Okay. Dann doch hier unten? Bei dem Dude? Nee. Hä? Ich meine, ich gehe jetzt höchstwahrscheinlich drauf. Aber es kam auch noch gar keine Halbzeitflagge. Oh, immer diese skurrilen Level-Designs, wo du immer nie weißt, so, was ist jetzt los? Aber ich gehe jetzt einfach rein und dann gucken wir, was passiert. Aber es kann gut sein, dass wir die Starcoin verpasst haben. Aber warum sollte er ein Castle ohne... Er macht wirklich ein Castle ohne Checkpoint. Was soll das denn? Okay, habe ich eine Starcoin verpasst und ich bin klein. Meine Überlebenschancen stehen circa bei null. Es geht doch! Es gibt doch die Möglichkeit, dass es danach weitergeht. Geil. Wir haben jetzt halt drei Level gehabt und alle drei haben irgendwas neu gemacht, irgendwas fresh gemacht. Und der Hintergrund ist insane. Diese Mischung aus Rot, Pink und Lila ist unfassbar. Tatsächlich auch, Fun Fact an der Stelle, meine Lieblingswohnzimmerbeleuchtung. Ich habe so, oh, da ist ein Pfeil. Seht ihn? Ich habe ja so Philips Hue, ne, so quasi bunte LEDs bei mir im Wohnzimmer als Deckenlampen. Und da kann ich auch beliebig die Farbe einstellen. Und am liebsten mag ich es tatsächlich, wenn ich die Glühbirnen auf Lila, Blau, Rot stelle. Es gibt einfach die geilste Farbkombo und genau. Ich bin durch die Plattform gefallen. So, neuer Versuch. Einfach nicht durch die Plattform droppen. Oh, wilde Sache. Dann kommt man ja auch an die Starcoin ran. Wer hätte das denn vermutet? Oh, Leute.
So, du gehst in die Lava und hier muss ich mich jetzt beeilen. Lol. Okay, die zweite Hälfte dieses Levels hat's ordentlich in sich. Okay, die fallen runter, aber die kann ich mit sich selber vernichten. Hier muss ich jetzt aufpassen. Oh Gott, ich muss, oder? Dumm ist nichts. Aber hier könnte noch ein Item drin sein. Aber da es ein Pilz ist, wird der wahrscheinlich dann in diese Richtung hier abzischen. Genau. Und dann passt das. Bosskampf gegen Iggy. Mal sehen, was abgeht. So, er befeuert uns. Genau. Und da, wo die einschlagen, kommt genau so ein Monster raus. Ich erinnere mich. Ja. Noch lebe ich. Und jetzt muss ich mich beeilen. Genau. Und da er sich zaubert, kommt, glaube ich, auch keine Lava-Monster aus der Lava raus. Ich versuche, den hier instant irgendwo abzufangen. Würde ich auf jeden Fall böse feiern. Yes! Muss halt immer schauen, wie er mit den Röhren interagiert. Das passt. So, immer hier bereit sein, ihn abzufangen. Um hier nichts anbrennen zu lassen. Nicht mit mir, du kleiner Schlawiner. Nice! Ey, das war so ein cooler Part. Das war so ein stabiler Part. Und beim nächsten Mal werden wir durch diese neu erschienene, neu selbst gemodelte Röhre gehen. Da bin ich so gespannt. Das wird uns vermutlich in Welt 8 bringen, weil so ein Element haben wir schon mal gesehen, dass man vom ersten Castle direkt in die finale Welt kommt. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie das mit dieser Röhre interagiert haben, die hier in diese Oberwelt neu reinprogrammiert wurde. Danke fürs Dabeisein, epischer Part und bis zum nächsten Mal bei Volcanic SMBU 2, euer Hübi.